Hallo und herzlich willkommen der NRW bei 18 hier. Willkommen zurück hier auf diesem wunderschönen Bahnhof mit einem wunderschönen Zug, wo ich das ein oder andere noch nicht verstanden habe. Aber dank für eure ganzen Kommentare, ihr habt mir ja so ein wenig Licht ins Dunkle gebracht. Und zwar diese Maschinerie, die wir hier rechts haben, dient dazu, den Zug aufzuziehen. Denn dieser Zug ist ähnlich wie die ganzen Automaten, die herumrennen, einfach nur eine große mechanische Anlage, die dann im Prinzip durch die Aufziehung oder durch eine Energiezuführung dann sich in Bewegung setzt. Vielen lieben Dank. Dafür hätte ich mir zwar auch selber denken können, aber nun ja. Gut, wir hören hier jemanden pfeifen. Ich soll hier jemanden kennenlernen. Oscar. Und da bin ich gespannt, wer das sein wird. Vielleicht werde ich ihn gleich kennenlernen. Hier oben waren wir nämlich noch nicht. Wir sind nämlich von drüben hier rüber, dann durch den Zug gegangen hier unten. Und hier oben drüber geht es ja auch nochmal weiter. So, da unten ist das etwa Oscar. Hallo. Hä? Ich kann mich gar nicht mit ihm unterhalten? Was ist das denn? Und er kehrt immer nur auf einer und derselben Stelle hin und her. Okay, das habt ihr auch schon in die Kommentare geschrieben, dass es hier wirklich schade ist in dem Spiel, dass hier manche Screens wirklich einfach nur da sind, um durchzugehen. Und wie jetzt hier zum Beispiel. Absolut nicht notwendig, aber es wird uns angezeigt. Als wenn die Entwickler irgendwie, keine Ahnung, zu viel Tinte hatten. So, was machen wir jetzt mit so viel Tinte? Ah, komm, wir zeichnen noch einen. Ja, schade, dass man da überhaupt nichts machen kann, aber auch wiederum schön, dass man sich das alles angucken kann. Aber naja. Und genauso schade ist es jetzt hier auch mit der Person, die da offensichtlich halt von sich, hören lässt. Okay, jetzt hören wir ihn nicht mehr. Und dann, können wir ihn noch nicht mal ansprechen. Ah ja, so, hier vorne war ich auch noch nicht. Da kommen wir leider nicht in die Lok, schade. Okay, hier ist auch Feierabend. Okay, dann halt. Wo geht's da hin? Ach ja, natürlich. Zum Fahrkartenschalter. Wo ich vielleicht sogar reinkomme. Dahin muss ich nicht. Nein, komme ich nicht. Hier geht's wieder an Bord dazu. Ja, toll, dann war es das mit dem Bahnhof. Toll, dann war es wohl doch nicht Oscar. Schade. Na, auch hier nicht? Ne. Gut, dann müssen wir uns weiter umgucken. In der Hoffnung, hier irgendwo irgendwas zu finden. Wie jetzt hier zum Beispiel. Das ist ja alles wunderschön, aber dieser Screen hier. Dass wir hier einfach nur durchlaufen. Das ist echt schade. Und dass auch hier der Baum absolut bewegungslos ist. Obwohl wir es eigentlich so ein bisschen rascheln hören. So, hier ist der schöne Brunnen wieder. Gut, dann gehen wir einen Gang weiter. Kate, wo nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Danke. Okay, das sieht aus wie eine riesige Windmühle. Wie sie sich vor der Treppe positioniert. Ach, hey, was ist denn das? Wo wir wieder nichts anklicken können. Ah, oh, wir können einen Schalter drücken. Schalter, Schalter. Ja, Schalter. Und? Wie sie guckt. Okay. Wahrscheinlich genauso verdutzt wie ich gerade. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Woher willst du das wissen? Ach, als wenn sie hier schon den totalen Plan hätte. Da steht noch so eine Kanne. Was ist das? Was sind das für Anzapfungen hier oben? Oh, und wieso kann ich hier nichts anklicken? Mano! Egal. Schön, hier was bewegt zu haben. Schauen wir uns den nächsten Gang an. Ich könnte die Hoffnung haben, dass wir hier zu diesem Gebäude kommen. Wir kommen zu dem Gebäude. Sehr schön. Oh, komm mal hier schön mit Wasserrad. Schick, gefällt mir. Vorarlberg. Also, man hat sich hier wirklich sehr viel Mühe gemacht und sehr viel Liebe in die ganze Zeichnung hier auch gesteckt. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, so ein paar Dinge, die stören mich hier schon ein bisschen. Auch hier, das Gras bewegt sich nicht. Oh, Leute. Ist die jetzt abgeschlossen? Nein. Sehr schön. Ach, oh, guck mal hier, die ganzen Automaten, wie putzig. Ach je. Das sieht aus wie eine Produktionsstraße.
6 Stück an der Zahl. Und was ist das hier? Da gehen die ganzen Rohre hin. Okay, da scheint wohl der Antrieb hier in der Mitte zu sein, was? Okay, können wir uns... Wir können hier auch wieder nirgends etwas anklicken. Wo geht's da hinten hin? Aha. Es ist schon geil. Aber einfach nur aus Mechanik und Zahnrädern hier sowas zu konstruieren, halte ich jetzt für sehr vage. Also ich meine, damals war die Mechanik sehr, sehr hoch im Kurs, aber dass man hier sowas hingekriegt hat, das wage ich zu bezweifeln. Kommen wir da rein? Da ist so ein Guckfenster in der Tür eingelassen. Und sie ist auf. Das ist gut. Oha. Was ist das? Maschinenraum. Wo ist Jordi LaForge? Ach du liebe Zeit. Ach, guck mal. Ich glaube, das ist das Wasserrad hier. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Was ist das hier für ein Rad? Das sieht aus, als wenn das hier irgendwas aufnimmt. Ach, guck mal hier, eine Klospülung. Klack. Wasserspülung. Ja, und jetzt? Hä? Oh Gott, was ist das süß? Eine kleine... Wie geil ist das denn? Wir haben gerade das Wasserrad dadurch runtergelassen. Ach, guck mal, jetzt passt das hier. Ist das vielleicht die Anzapfung für die Energieverteilung? Weil dadurch kriegen wir jetzt eine Drehbewegung hin. Aber warum dreht sich das jetzt nicht? Manu. Warum dreht sich das nicht? Hab ich hier was vergessen? Nochmal ziehen? Das ist jetzt nicht mehr nötig. Nee, das ist jetzt nicht mehr nötig. Nee. Na toll. Ja, hier vorne. Nein, kann man auch nichts mehr machen. Oh, Kacke. Naja, okay. Wofür auch immer das jetzt gut ist, wir werden es vielleicht schon bald herausfinden. Hoffentlich. Aber hier hat sich nichts geändert. Nee. Nee, hier auch nicht. Okay, gehen wir nach hier vorne mal hin. Aha. Es sieht so aus, als wenn wir hier irgendwas wegnehmen können. Aber kann das sein, dass es jetzt hier schon wieder lauter drin ist? Als vorhin? Ich meine, vorhin war das hier mucksmäuschen still. Verdächtig. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Wir haben hier auf der linken Seite noch eine Treppe gehabt. Und... Moment. Geht's hier nach links? Und hoch zur Treppe? Ja, scheint so. Okay. Dann schauen wir uns erst hier unten um. Nach hier vorne geht's nicht, nein. Da hinten die Kisten können wir uns auch nicht angucken. Ach, schade. Was? Telefon. Ja, hallo? Kate, wo bist du nur, mein Kind? Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Ich bin in Europa, Mama, für die Kanzlei. Nein, sowas. In Europa? Ach ja, dort habe ich schöne Zeiten verbracht. Auch mit deinem Vater. Aber gut, lassen wir das. Erzähl doch mal, bist du in Paris, in London, in Venedig? In Valladolid. Ja, ich weiß, das ist nicht so bekannt. Ja, aber was treibst du denn in so einem unbekannten Kaff? Ach, weißt du, ich organisiere für einen unserer Kunden den Aufkauf eines alten Familienbetriebs voller Charme, Schulden und Mysterien. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden. Ich verstehe. Deine arme Mutter würde das sowieso nicht kapieren, wie dein Vater. Du bist genau wie dein Vater. Mama. Oh, Kate, du wirst mir nicht glauben, mit wem ich den gestrigen Abend verbracht habe. Mama, weißt du, ich habe nicht viel Zeit. Mit Frank. Mama, bitte, ich muss... Frank Malkovich, der russische Opernsänger. Du wirst dich doch wohl an ihn erinnern. Er ist doch weltberühmt. Hör zu, Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich rufe dich zurück. Ein ausgesprochen charmanter Mann. Ich habe... Mama, ich muss jetzt wirklich auflegen. Ich rufe dich zurück. Versprochen. Bis dann. Kate! Abgewürgt. Ja. CSM. Charme, Schulden und Mysterien. Wer kennt sie nicht? Die drei goldenen Buchstaben. Okay.
Was ist das hier? Ach, guck mal, da steht die Kanne. Sehe ich jetzt erst. Oh, ich kann sie nehmen. Ist doch bestimmt viel zu schwer. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ja, du brauchst ständig Hilfe. Und die Hilfe steht... Oh, guck mal, da mit einem kleinen Mann sogar als Stapler hier. Das ist ja süß. Eine Kurbelbewegung. Was ist denn das jetzt? Und sie bleibt da einfach stehen. Okay, das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht, weil reine Mechanik wäre dazu nicht in der Lage. Weil das setzt ja entweder eine gewisse Intelligenz voraus oder eine gewisse Computerunterstützung. Weil woher will der wissen, wo was ist? Und vor allen Dingen habt ihr gesehen, wie er den Kübel da umgedreht hat, nach vorne. Und jeder normale Stapler dreht es, weil wenn wir den nach vorne umdrehen, verlagern wir ja den Schwerpunkt extrem weit nach vorne, was auch nicht so... Egal, vielleicht bin ich da jetzt auch zu kleinlich, aber ich finde, das, was hier gerade passiert ist, hat mit reiner Mechanik überhaupt nichts zu tun. Aber, nun ja, vor allem, sie hat noch einmal kurz dran gedreht und... Naja, aber gut, wir haben jetzt das Teil, was wir draußen gefunden haben, mit diesen komischen Öffnungen oben, benutzt und drüben jetzt sozusagen als, wie heißt es? Ja... Energieträger würde ich jetzt noch nicht mal sagen, aber da auf jeden Fall eingefügt. Und es sieht ja so aus, aufgrund der Rohre hier, ja, wir können es auch gar nicht anklicken, als wenn das irgendwie eine Zufuhr, eine Energiezuführung für die ganzen Sachen hier wäre. Und das hier sieht mehr so aus wie so ein Heizkessel oder Dampfkessel eher gesagt. Naja, was ist hier mit der Treppe? Brems, positionieren. Das ist lustig. Das hätte man vielleicht ein bisschen fließender machen können. Okay, hier will Kate nicht rennen. Warum? Ist dir das zu hoch? Und da oben könnte man vielleicht hoch. Hat die gerade einen Seitwärtsschritt vor der Treppe gemacht? Nee, doch nicht. Schade. Was ist hiermit? Oha. Oh, aber wir haben Spannung oder Energie, je nachdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Das funktioniert wohl nicht. Hä? Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Super. Gut, also da glaube ich wirklich, dass mir da noch ein Teil fehlt. Schade, 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 schade. So, was übersehe ich jetzt hier schon wieder? Irgendein Hinweis auf das, was ich brauche? Oder das, was ich machen muss? Super. Das kann doch nicht alles hier gewesen sein, vermaledeit. Die Kisten hier, nichts. Da oben ist auch nichts. Hier sehen wir das von der anderen Seite. Tja. Oh, hier ist eine Tür. Wo ich auch sogar reinging. Kann, ja. Da hängt jemand. Oder? Der bewegt sich doch. Aber ich kann ihn nicht anklicken. Wie geil ist das denn? Kate, siehst du das nicht? Guck mal hier, wer da hängt. Okay, sie guckt gar nicht hin. Komm ich hier hin? Ach, herrje. Ach, das scheint die Werkstatt für die ganzen Automaten zu sein. Hier hängen die ganzen Ersatzteile. Oh. Oh.
Was ist... Er bewegt sich wirklich. Was zum Henker ist denn das? Ach du liebe Zeit. Hallo, wer bist du? Ah, danke. Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen in diesem unfertigen Zustand entgegenzutreten. Aber unglücklicherweise fand bisher niemand die Zeit, meinen Herstellungsprozess abzuschließen. Och. Nur, was will man machen? Heutzutage ist der Sinn für gute Arbeit vielleicht auf immer verloren. Denken Sie nicht auch? Mag sein. Mit wem habe ich die Ehre? Wären Sie so freundlich, sich vorzustellen und dabei deutlich zu artikulieren? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Wer bist du? Erlauben Sie mir, mich meinerseits vorzustellen. Modell XZ-2000. Ja. Gewöhnlichen Sterblichen auch als Oscar bekannt. Ach. Ich stelle eine technologische Glanzleistung dieser Manufaktur dar und wurde entwickelt, um eine Lokomotive zu steuern. Ah, wir haben Oscar gefunden. Oscar, der Lokomotivführer. Oh, ist der süß irgendwie. Haben Sie meinen Namen und Vornamen richtig registriert? Absolut. Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ebenfalls, Modell XZ-2000. Nennen Sie mich lieber Oscar. Ich denke, Sie wären auch nicht gerade erfreut, wenn ich Sie mit Ihrer Ausweisnummer ansprechen würde. Allerdings. Wohl kaum, Herr Oscar. Wissen Sie, wo ich Dokumente finden kann, die die Verwaltung dieser Fabrik betreffen? Ich kann Ihnen darauf leider nicht präzise antworten, aber das Büro von Anna Vorarlberg ist im ersten Stock. Aha. Wenn Sie vollständig und einsatzfähig sind, würden Sie mir dann helfen, Informationen über Hans Vorarlberg zu sammeln? Zählen Sie nicht auf mich, Kate Walker. Wenn ich meine Füße habe, muss ich mich umgehend zum Zug begeben. Er wartet bereits auf seinen Piloten. Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg etwas? Natürlich, er hat mich erfunden. Zu meinem großen Bedauern habe ich ihn nie kennengelernt. Haben Sie eine Idee, wo er sich augenblicklich aufhalten könnte? Nein, Kate Walker. Aber es wäre mir eine große metaphysische Freude, ihn kennenzulernen. Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs. Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen herrlichen Zug, der im Bahnhof steht, denn nicht bemerkt? Und wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Sehr weit. Und nehmen Sie jemanden mit? Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was die Details betrifft, wenden Sie sich an Anna Vorarlberg. Das geht leider nicht mehr. Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Ein Automat, wenn ich bitten darf. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie nicht verletzen. Automaten haben etwas wie eine Seele, wissen Sie? Ich verstehe. Ist es lange her, dass Sie Anna Vorarlberg zum letzten Mal sahen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Ihre Abwesenheit erklärt den bedauernswerten Verzug meines Herstellungsprozesses. Anna Vorarlberg ist tot, Herr Oscar. Was verstehen Sie unter dem Begriff tot, Kate Walker? Kaputt, deaktiviert, abgenutzt, beschädigt, ausgestöpselt. Sehr ärgerlich. Meine Herstellung muss unbedingt abgeschlossen werden. Vor 72 Stunden? Es ist nicht wirklich lange her. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ-2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ-2005-B. Das Modell XZ-2005-A weist kleine Fehler auf. Ein Bug? Bei Automaten gibt es keine Bugs, Kate Walker. Nur eigenwillige Funktionsweisen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu verhelfen? Sie müssen deren Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungslochkarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie meine. Nun gut, ich werde es versuchen. Danke, Kate Walker. Was sind denn Bugs? Oder meinten Sie Bugs? Okay, das scheint das zu sein, was ich oben in das Pult einführen muss. Oscar, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leitstand.
Ihre Karte scheint nicht auszureichen, um ihn in Gang zu setzen. Soweit ich weiß, funktioniert der Leitstand einwandfrei. Gut, dann habe ich irgendwas vergessen zu machen. Sicherlich. Ich verlasse mich auf Sie, Kate Walker. Woher will sie wissen, dass das nicht funktioniert? Wir waren doch noch gar nicht da. So merkwürdig es auch sein mag, aber ich habe das Gefühl, Sie sind die einzige Person, die mir helfen kann. Das möchte ich bezweifeln, Kate Walker. Warum sagen Sie das? Wozu, frage ich Sie, kann schon ein Automat ohne Beine gut sein? Okay. Gutes Argument. Oscar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ja, Kate Walker. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Sehr schön. Also, wir haben Oscar gefunden. Wie cool ist das denn? Das heißt, wir könnten jetzt mit der Karte oben am Pult da was produzieren. Aber die Frage ist jetzt, welche Parameter muss ich eingeben? Weil ich habe hier nirgendwo irgendeinen Hinweis darüber gefunden, was man wofür aktivieren muss, um jetzt genau das Modell rauszubekommen, was der gute Oscar braucht. So, dann schlubbiwupp. Und jetzt Descartes. Aha. Das geht schnell. Oh cool. Direkt mit Schuhen und zugebunden. Ah, wie herrlich ist das denn? Oh, das funktioniert ja gar nicht. Okay. Ja, super. Sind das denn jetzt schon die richtigen Füße? Beine? Dass die hier Kate nicht haben rennen lassen, das ist jetzt echt ein bisschen komisch. Überall rennt sie, nur hier oben nicht. Kann ich so oft klicken, wie ich will. So, dann hier rüber. Da seht ihr es, jetzt rennt sie. So, jetzt hier hinten zur Ausgabe. Das kann unmöglich das richtige Paar sein, weil ich habe ja jetzt nicht wirklich irgendwie was ausgewählt bewusst. So, wieder zurück zu Oscar. Hallo Oscar, ich habe Beine für dich. Hier, Ihre Füße, Oscar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Diese Füße passen mir nicht, Kate Walker. Ja, warum denn nicht? Dann erzähl mir doch warum. Guten Tag, ich bin es noch einmal. Darf ich Sie kurz stören? Was könnte ich mir in meiner Situation Angenehmeres wünschen? Oscar, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leitstand. Na toll. Ihre Karte scheint nicht auszureichen. So, also gut, das Gleiche wieder wie eben. Automatzug, Hans, Hilfe. So merkwürdig. Das? Warum sagt Ihnen der Name Hans haben... Nein. Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs. Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen Herrn... Und... Weit, weit... Und das ist... Was die... Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Automat. Ja, dann... Bin ich erstmal hier am Ende meines Lateins? Das ist hier hinten. Finden wir hier irgendwo vielleicht einen Hinweis, einen Zettel oder so? Nein. Aber hier ist nichts, gar nichts. Da gehen wir wieder nach vorne. Naja. Ich würde vorschlagen, aufgrund der Zeit, dass wir hier Schluss machen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter und dann finden wir hoffentlich einen Hinweis für Oscars Bein. Macht es gut, bis dann, NRW bei 18. Adieu.